So, meine lieben Leute, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Mein Headset ist nicht da, hätte ich mal gesagt, mein Mikro habe ich vergessen. So, ich glaube, damit geht es, glaube ich, ein bisschen besser, wenn ich dann damit Aufnahmen mache. Macht sehr viel mehr Sinn. Also, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stranded Deep. Und ja, meine Vergiftung ist verheilt. Ich musste nochmal quasi anfangen. So, also nochmal neu gestartet habe ich. Und musste sehr viel wieder neu machen. Sehr viel. Aber jetzt geht's und alles wird gut. So, wie wollen wir jetzt nochmal vorgehen? Ich wollte eigentlich diesen ein bisschen plündern gehen in den anderen Siedlungen, hätte ich beinahe gesagt. Inseln. Und zwar nach Materialien für unser schönes Häuslein hier. Ihr seht, ich habe schon ein bisschen weiter gebaut. Das muss man ja mal machen, ne? Das kann man ja immer wieder mit meinen Treppen so nah am Fenster dran, ne? Ich kann keine anständigen Treppen bauen, ne? Aber so geht's. Ich find's cool. Das wird sehr schön. Dreistöckig wird es, auf jeden Fall. Was ist da denn links raus gerade? Dreistöckig, ne? So. Plumps. So, dann lass uns doch einfach mal unser Flößlein wieder in die richtige Richtung drehen. Und dann probieren wir nochmal, diesen ominösen Hai zu fangen. Ich glaube, dafür nehme ich mal meinen Bogen mit. Bestimmt habe ich beim letzten Mal, das speichere ich auch, dass ich meinen Bogen dabei habe. Genau, das habe ich mir gerade gedacht. Boom, boom, boom. So. Wie schön, das Spiel installiert. Safe. Okay. Das hat lang gedauert. Und jetzt haben wir fetten Freeze. Okay. So. Oh nein, wieso? Hallo. Hä? Keine Mausfunktion mehr. Oh, was ist hier los mit dem Spiel gerade? So. Nur Probleme. Guck mal, da hängt ein Speer in der Luft. Geil, oder? Das ist der Schuss von... wie hieß der gleich noch? Von Poe auf Kylo Ren. Und er hat ihn mit seiner Macht festgehalten. So, dann können wir das jetzt gleich mal... Augenblick, warte mal. Lass uns noch mal ein paar Seile herstellen. Und dafür haben wir keinen Platz. Warum haben wir keinen Platz? Weil wir so viel Shit dabei haben. Ja, aber trotz all dem versuchen wir das gleich noch mal mit dem Dings zu machen. Mit dem Reifen. Und... Da ist, guck mal, da ist schon wieder so ein scheiß Seestern. Das sind diese Seesterne, weil gestern, wo ich in der Aufnahme vergiftet worden bin, das war tatsächlich ein Seeigel. Unfassbar. So. Ja. Ja. Na komm, hoch da jetzt. Wir müssen uns ein bisschen lange aufhalten im Ozean. Tatsächlich, weil... Jetzt ist er mir tatsächlich ein paar Mal nicht mehr hergeschwommen. Wir brauchen Speere. Wir brauchen Holz, um für unsere Hütte weiterzumachen. Und wir wollen uns auch in nächster Zeit echt tatsächlich mit der Moräne anlegen, mit der großen. Folgedessen, wir müssen tatsächlich unser Arsenal ein bisschen aufrüsten. Wobei, das sieht gar nicht mal so übel aus. Na, hier schmeißen wir unser Buch rein. Bop. So. Was haben wir hier drin? Auch. Die ganzen müssten alle hier vorne, müssen alle mit Waffen sein am besten. Alle Speere ausrüsten, damit wir... Hä? Was war das denn? Haben Haie schon Schnupfen? Hä? Naja. Damit wir unsere Moräne aufessen dürfen. Die will ja auch an der Wand hängen. Na, der Megalodon ist da drüben so alleine. Er sagt, er will Freunde haben. Ja. Und dann geht es auch schon bald los, dass wir... Ach, damit das Essenpaket hätte ich auch mal wegpacken können. Dann geht es auch schon bald los, dass wir dann... Ja, genau. Ich mache mir gerade ein paar wunderschöne Reifchen fertig. Und die haben nichts Besseres zu tun, als in den Ozean herauszuschwimmen. Hinauszuschwimmen. Also. Ein Hai ist wieder hier am Start. Habt ihr gehört? Es hat hier geblubbelt. Da. Lass mein Boot stehen, Hai. Das möchte ich dir ja wohl mal gesagt haben. So und nicht anders. Ich bin übrigens gelevelt. Wie cool eigentlich, oder? Aber den Hai interessiert das, glaube ich, wenig. So. Nee, das haben wir schon. Unser Gyroskopter ist auch fertig. Wir müssen eigentlich nur gucken, dass wir langsam mal eine Spritstation herstellen, damit wir Sprit haben. Ich habe auch seit 1 Million Jahren schon an unseren Floß ein... Ich finde es kacke, dass der Hai jetzt hier rumhängt. Finde ich nicht gut. Wir hätten Freunde werden können, Herr Hai.
beeilen, bevor er anfängt zu bumsen. So. Warum laufe ich weiter? Er läuft weiter. Alter, warum läuft er weiter einfach so? Bist du doof? Warum läuft er weiter? Alter, und dann fällt er ins Wasser, genau da, wo der Hai rumschwimmt. Nee, sowas machen wir nicht. Nee, nee. Alter. Haben wir noch ein Segel offen? Ja, tatsächlich. Ein Segel haben wir noch offen. Müssen sowieso uns jetzt ins Wasser begeben. Das ist viel schlimmer. Da wir unseren Fluss wegdrücken müssen. Kommt einmal wieder, ne? Ja! Wie viel hat es uns gekostet jetzt an Lebensenergie? Ey, wieso haben wir denn so Durst? Wir hängen immer noch dran fest, ne? Lass uns doch mal ganz schnell was trinken einfach. Bevor wir uns jetzt hier echt auf sowas einlassen. Komm. Als ob. Ich komme hier nicht mehr rüber, ne? Auf einmal geht hier gar nichts mehr. Das juckt die Nase. Was für ein Arsch. Jetzt hat er einmal von uns genascht und fährt weiter, ne? Oder schwimmt weiter. Vielleicht schmecke ich ja auch nicht. Kann auch sein. Laut Wissenschaft ist es ja auch so, dass die meisten aller Haiangriffe nur Irrtümer sind. Und die Opfer dann liegen gelassen werden, weil die Haie einen mit einem verwechselt haben. Mit einem anderen Hai oder so. Mit einem bösen Hai. Ne? Nein. Mit einem Opfer. Eine Robbe. Aber nicht jeder Hai frisst Robben, oder? Was denn? Tigerhai, was fressen die so? Ich glaube, die fressen sehr viel Vögel, soweit ich das weiß. Deswegen sind die auch immer so nah an der Wasseroberfläche. Da die immer am Rumlungern sind, wenn die Vögel auf die Fischschwärme gehen. Und dann schnappen sich die großen, was auch immer, darunter kommt und essen. Ich meine, ich habe mal eine Reportage darüber gesehen. Ach herrje, ich bin gebildet. Ach herrje. Ich bin echt schlau, ne? Das ist mir auch gerade aufgefallen. Schon schön, wenn man echt so ein bisschen sowas auf dem Kasten hat, so wie ich, ne? So. Das ist auch klasse, dass es hier schon fast leer gemacht ist und ich das nicht weiter aufgefüllt habe. Na komm. Und ab. Vorbereitet auf Updates, das steht schon seit 3 Jahren da. So. Ach, ich muss mir noch mal ein paar Bird-Traps hier hinbauen. Links und rechts vom Steg, das wäre super cool. Na komm, leg hin. Hopp. Nun. Nun. Dankeschön. So. Gut, ein bisschen was getrunken haben wir. Wir haben auch sonst so ein Energiekästchen mit. Der Hai ist abgelenkt von uns. Er weiß absolut gar nicht mehr, wo wir sind. Und wir können unser Floß jetzt hinausschieben in die weite Welt hinaus, um dann die weite Welt zu entdecken. So der Plan. Und wie ist die Realität? Das ist eigentlich Clays hier vorne. Krankenwagen am Start. Oh, Alter. Wieso sind wir denn so tief? Ja, fahr doch mal weiter. Dann bleib doch nicht stehen. Wo ist denn mein... Wo ist mein Anker? Da. Aha. Doch nicht cool. Weil da steht neuer Versuch, das ist nicht cool. Ey, ach so, ich habe mein Plus losgelassen. Oh Gott. Und alle, ja. Schnell mal was anschmeißen hier, damit es schon mal vorwärts geht und nicht irgendwie wieder... Na komm, geh ran ans Ruder. Geh ran ans Ruder, geh ans Ruder. So, nun hätten wir das. Dahin wollte ich. Nee, aber eigentlich war das die andere Insel. Aber diese Insel hier war ungefährlicher.
Weil die eine Insel hatte, genau, und die andere Insel hatte, und das auch. So, nun ist es so, das große Schiffswrack, das haben wir eigentlich schon eigentlich ganz fertig gemacht. Und das kleine hier vorne auch. Jetzt haben wir noch eins, was unter Wasser ist, das ist halb versunken. Ne? Was aber nicht so schlimm ist, wir benutzen das ja tatsächlich als Base. Ich finde das Ambiente einfach geil, deswegen benutzen wir es aber so. So, da konnte ich mich mit Pipi retten. Und da. Da habe ich mich in der letzten Folge mit Seeigel vergiftet. Da gibt es viele Schiffswracks. Also eigentlich müssten wir an jeden, wirklich an je... Oh, guck mal, das ist wieder ein Wal. Hallo, Herr Wal. Ich wollte jetzt eigentlich nicht mit denen schwimmen, tatsächlich. Ich habe mich echt... Ich wollte mich gerade wieder hinreißen lassen. Aber wir haben das ja alle schon durch. Ja, ich weiß, jetzt ist tags. Wir warten auf den Hai. Lass uns doch mal wieder vor Anker gehen, nochmal ganz kurz hier. Hier vor Anker bei dir. Schalalalalalala, schalalalalalala, schal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 
Ja, das ist dieser Hai. Dieser ominöse Gruselhai. Nur leider wird es jetzt nachts. Wollen wir einmal zu ihm abtauchen, um zu wissen, wer es ist? Komm raus. Hat Angst vor mir. Au. Da. Was ist denn das? Der ominöse Hai. Der bewegt sich so komisch. Er schwimmt auch viel zu tief, ne? Das muss man auch sagen. Und das ist auch zu dunkel auch, ey. Scheiß Wetter. Das machen wir anders. Wir schwimmen jetzt zu dieser Insel rüber. Das ist auch die Insel, wo ich hin wollte. Merken uns diesen Punkt hier. Und legen uns dann später nochmal mit dem Hai an. Der hier randaliert. Weil das ist einfach zu dunkel. Das bringt einfach nichts, wenn wir jetzt irgendwie... Versteht ihr? Wenn wir jetzt dann sowas machen würden. Das hätte keinen Sinn einfach. Und der Mond geht auf und alles. Das ist nichts Gutes. Das ist nichts Gutes. Aber es ist ein anderer Hai. Das habt ihr gesehen. Der bewegt sich komplett anders als der Tigerhai. Wir versorgen uns hier einfach auf diese Insel und hoffen, dass wir nicht wieder stecken bleiben. Mit, Dings, ja. Und dann gucken wir gleich. Machen wir gleich eine Pause.